Ich Ich pumpe pumpe alles alles in nur in Intelligenz. Intelligenz. Ja, für euch sind Intelligenz, Willenskraft und Frömmigkeit eher wie, Patrick, Jesse, wie intelligent seid ihr denn? Ja, sehr witzig. Also, ich habe einen Wert von 163. 76. 223. Oh, IQ von 76, ganz knapp an der geistigen Behinderung vorbei. Ich hab 223, bin ich Fuck damit jetzt you, hochbegabt oder so? fuck you. Sehr schön. Auf jeden Fall. Noch 223, dann noch 17 Punkte, dann hast du das Ende der Skala erreicht. Und darüber hinaus wirst du dann zum Übermensch. Zum Kadabra wirst du dann, genau. Wartet mal. Ich Wenn nicht korrigiere Simsalabim. 224, ich hatte noch einen Punkt übrig. Ich habe 224. 224 Willen. 224 Willenkraft, meine Fresse. Was, worauf soll ich das jetzt beziehen? Du hast einen starken Willen. Nein, na super, davon habe ich ja viel. So, jetzt wollen wir noch eine halbe Du hast einen Stunde, oder? Ja, was starken machen Willen, wir in einer einen halben Boss zu Stunde? überleben und so. Ja, jetzt Main Quest. Ja, können Sie auf jeden Fall mal Weiß annehmen, ich noch ne? nicht. Main Quest, Main Quest, Main Quest, genau. Ja. Ich leg mich mal ins Wasser. So, den Sieg über Titan sollten wir so schnell wie möglich melden. Aber ich muss noch einige Nachforschungen anstellen. Kannst du für mich nach Limsa-Luminsa gehen und dort Rashad Große Rikki Stadt. von dem Kampf gegen Titan berichten? Sie wird sehr erfreut sein. Ja, ich denke mal, Jan will sich Den dann musst du da aber mit erst Elfen holen erstellen, ne? gehen. Das Ja, ist mit Patrick, hast du einen Charaktererstellungsfenster Stand? und so. Das ist ein bisschen Ja, weitläufiger. das skippe ich einfach durch. Ja, gut, wie du willst. Aber das skippe ich trotzdem einfach durch. Ja. Kann ich mir die Rasse für den aussuchen? Ah, scheiße, muss ich erst Heaven's Ward vorholen, damit ich da so ein gummiges Dings Ja. auch ausmachen kann. Wenn du das willst, dann ja. Ich hab einen Rögerdin, weil ich es lustig fand, als so kleiner Knirps so Riesen rumzukommandieren. Ich überlege gerade, habe ich mir das Spiel wirklich über Na, Steam öffnest du gekauft? es über Steam? Dann wirst du es auch so haben. Ja, aber habe Dann ich, hast du es über Steam es gekauft. kann auch sein, dass ich das einfach in die Steam-Bibliothek eingefügt habe. Seid ihr jetzt gerade gar nicht. Also da. Doch, 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 okay, passt. Weil ich dachte, wir hätten das nämlich über dieselbe Seite gekauft, Patrick. Ja, kann ja gar nicht sein, sonst hätte der Code bei mir funktioniert. Ja, Das genau. hatte ich ja Richtig. ausprobiert, gell. Ich wollte doch auch irgendwas noch getan haben. Weil Just, wo erstelle ich denn denn da? beim Gehilfen-Dingens, warte mal, In der nee, Markpassage da kannst eigentlich du irgendwo. rufen. Ja. Muss mal gucken. Okay, weil Nein, in du Ulda kannst geht den es da nämlich auch nicht. In Ulda erstellen. musst du dafür Ja. in den Treibsand gehen. Echt? Boah, Heaven's Ward, 35 Euro. Hier muss irgendwo ein Gehilfenverkäufer oder sowas sein. Hier, Also ich hab's Fritbit. ja, sie zum Beispiel vorhin Wo geholt. seid ihr denn? Hä? Hier ist jedenfalls Fritwit. Fritwip. Fritwip. Genau, da steht drunter Gehilfen und da kannst du den anstellen. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Wir müssen doch hier irgendwo. Ach so. Ja, in der obere Decks, ihr seid untere Decks. Ne, wir sind in den unteren Decks. Oder? Was? Nee. Okay. Genau, Also, ihr dann müsst müsst ihr in obere den Decks. oberen. Ja. Gibt's hier eigentlich vielleicht noch irgendwie Kann man eine sich neue bestimmt Beförderung kaufen, oder so? wa? Ja klar, wenn du genügend hast. 4000 kostet meine nächste. Ah, scheiße, meine kostet Scheiße. 2000. Fuck. Die habe ich mir schon längst geholt. Und mir fehlen noch Also, 400. ich bin. Oh. Ich hab. Mir fehlen auch noch 2000 gerade. 2700 fast. Also, ich hab noch 7000. Hey, hier können wir jagen gehen. Ich frag's mich auch Wo gerade. seid ihr denn Ich hab hingelaufen? gerade überhaupt keinen Durchblick. Wo können wir jagen gehen? Seid ihr mit dem Ja, Fahrstuhl. das Jagdbrett, dafür brauchen wir Stufe 50 mindestens. Seid ihr mit dem Fahrstuhl hochgefahren oder was? Das sind diese Stufe 50 Gegner, die du überall siehst. Also, ich Seid ihr habe eine Treppe hochgefahren hin und oder her. was? Ich habe auch eine Treppe genommen irgendwo. Und die Truhe der Gesellschaft ist müde leer.
Ja, da sollten wir vielleicht langsam mal was Scheiße. machen. Gil, kann ich gar keine einzahlen anscheinend. Wie? Ich auch nicht. Kann keine Gil einzahlen. Musst du gleich mal gucken, Trist, ob du das kannst. Ach, wir haben auch nur Also ich Ansicht irgendwie kann freigegeben, einzahlen, warte mal. überall. Also haben wir vielleicht keine Solltest Rechte uns. dafür. Trist, du musst uns mal hier Rechte Ich hab übergeben. genug Rechte, Ja. niederes Fußvolk. Vorzugsweise alle. Niederes Fußvolk, Meute, rein, warte mal Meute, hier, rein. Rechte. Meuterei mit einer Kugel Blei. Mal, der hier. Nein, nein, nein. Meuterei mit einem Schwert aus Blei. Nein, Rangrechte. wenn der Mechanist So, was mitarbeiten. können wir dann machen? Ah, Nur hier noch haben wir oben, keine, das siehste. dauert dann noch ein bisschen. Ja, ich glaube, es spielt auch keiner von uns den Mechanisten, oder? Hä? Also ich werde garantiert zum Schwarz, Schwarz, Dunkelritter? genau, Dunkelritter wechseln. Ja, ich laufe voll an euch vorbei. Trollolol. Ich will den wenigstens mal anspielen dann. Hab Mal ich den gucken, wie Ezeliten der hier noch ist. nicht? Hab ich doch. So, das dauert halt noch, bis ich ihn habe. Leider. 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 Beim Personaloffizier war das mit dem Rang, ne? Genau. Der zweite von rechts. Befördert werden. Ah, ich kann Gil Hä? einzahlen. Lol. Befördert werden. Um befördert zu werden, musst du zuerst Rang 1 im Bestiarium deiner staatlichen Gesellschaft vollendet haben. Oh mein Gott. Habe ich natürlich noch gar nichts zugemacht. Habt ihr schon mit der Mainquest-Tusi hier geredet gehabt? Mit welcher? Der So, Mainquest-Tusi. jetzt ist hier mal ein bisschen Geld drin. Ach ne, ist das gar keine Mainquest hier, oder? Nee. Achso, Ach, nee, stimmt die, ja. mit der haben wir noch Ach, nicht das war ja geredet, ne? PvP. Ach, ja. Mit der haben wir trotzdem noch nicht geredet, weil da geht die Oder. Mainquest mir nicht weiter. Also doch die Mainquest. Ah, Ja. wir haben die Jetzt habe ich dich schon 20 Gil angesprochen, Scheiße. eingezahlt. Was? Ach, das war ich. Wir Ich haben wollte hier es die nochmal 20 ausprobieren. Gil eingezahlt. Ach, der Triss. Ich hab 1000 Gil. So. So. Hat einer von euch einen Schmied auf Nicht hohem wirklich. Level? Nicht wirklich. Schade, sonst würde ich fragen, ob mir einer ein bisschen Materie in meine Klamotten einfügen kann. Ja, das nächste Mal können wir uns dann eventuell mal ein bisschen um die Jobs kümmern. Genau. Obwohl während des Let's Plays eher weniger, Ja, weil ich mach das ist das eigentlich einfach auch eher nur. gerne in Naja, an Solo-Folgen. einem Abend. Ja, Nicht weil das danke. ist eher Freizeit. Also, das ist eher so Sachen, Ja, das ist also einfach nur damit, das habe ich zeitintensiv eigentlich wirklich und. bloß mal 2 Folgen gemacht, dass ich mal alles gezeigt habe. Sonst. Ja, klar, das Ne, ist. Aber sonst sonst lohnt sich ist das auch gar das. nicht, weil das ist einfach Ja, das nur ist absolut langwierig sprödes und Leveling. immer dasselbe. Da Ich muss schon gibt's wieder aufs kaum Dumpse. Quests und nichts. Das ist leider, also, leider. So, weiter geht's mit der Main Quest. Seid ihr dann schon bei der? Ja, ich bin schon da. Ich gehe jetzt aber auch noch mal kurz aufs Klo, während Jan aufs Klo ist. Wie erneut verbinden? Wollt ihr mich verarschen? Stopp. Stream läuft nicht mehr. Ah, okay. Jetzt läuft's wieder. Gut. Machen wir die Main Quest mal hier noch. Ihr habt wirklich Warte, Titan warte, warte, besiegt? warte, Moment Die mal. Gefahr ist gebannt? So, jetzt darfst du. Ihr habt wirklich Titan besiegt? Die Gefahr ist gebannt? Das ist ja unglaublich. Ich werde umgehend Admiral Merelwip darüber informieren. Zuerst Ifrit und jetzt auch noch Titan. Du bist fürwahr keine gewöhnliche Abenteurerin. Nein, du bist eine wahre Heldin, die die Geschichte Eroseas prägt. Danke für diesen höchst erfreulichen Bericht. Bitte berichte dem Bund der Morgenröte eine Ehrerbietigsten. ehrerbietigsten Grüße aus.
Klatsch, klatsch, klatsch. Ja. Alle freuen sich. Hallo? Hörst du mich? Ich bin's, Menphilia. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg über Titanen. Ishtola hat mir alles erzählt. Den 12 sei Dank, dass euch nichts passiert ist. Ich hatte mir große Sorgen gemacht. Kannst du wieder zum Sonnenwind zurückkommen? Dann reden wir über die weiteren Schritte. Wieder da. Bis dann. Okay. Okay. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ah, Sonnenwind. Horizont. Horizont da. Nein, das. Das war wieder sprödes Hin- und Herlaufen, das klingt nach einer Kippe. Habt ihr schon weitergemacht mit der Quest oder was? Ja, ja. Schweinerei. Kurz durchklicken den Text und dann auf zum Sonnenwind. Der Teleport müsste für dich noch gültig sein. Ja, ja, hab ich auch gültig sein, hab ich direkt benutzt, ja. Ich liebe es, dass wenn man das Mausrad antippt, dass dann das Schokobo und alles automatisch läuft. Was? Oh ja, tatsächlich. Cool. Fade-Bereich, das ist Stufe 6. Ja, nee, ist klar. Das ist eine Taste, die kann man sich leicht merken und ist einfach super. Ja. Wobei bei mir allgemein die Maus ziemlich cool ist. Darauf habe ich. Echt? Hier. 16 Tasten. Hast du schon mal eine. Halt! Okay, hast du schon mal eine Red 9 gesehen? Nee, glaube nicht. Hier ist der nächste Inigeber. Hier der Netrik Ironheart. Können wir das jetzt zum ersten Mal machen, kurz? Können wir ja schon mal annehmen. Wir müssen es ja jetzt nicht machen, aber annehmen können wir ja mal. Also machen wollen wir es heute bestimmt noch, aber... Also ich habe eine UTEC Smart MMO Gaming Maus. Ich habe eine Red 9, ist ziemlich geil, genauso wie... Wer war das denn? Netrik Ironheart habt ihr schon angenommen? Genau. Ja. Boah, was geht denn hier ab, Leute? Also ich habe ein Mad Catz Gaming System. Kann man so einfach ausdrücken. Eine Strike 7 plus eine Red 9 und Frag 7. Oh, hier ist irgendwas passiert. Also meine Tastatur ist, glaube ich, 9 Jahre alt. Oh ja. Nein, meine ist auch ganz simpel. Ich glaube, die gab es mal zu so einem Aldi-PC oder so dazu. Oha, was ist hier passiert? Oha. Ach du Scheiße, was ist hier los? Ja. Schlafen die oder sind die alle tot? Ich glaube, die sind eher tot, oder? Glaube ich auch. Das war gerade eben nur kinderfreundlich ausgedrückt um diese Uhrzeit. 1:18 Uhr. Weil die scheinen nämlich nicht zu atmen. Nein, bei euch hinterherkommen, ich denke, ihr seid schon hinten drin, ne? Ja. Ja, noch Axi haben. Die meinige ist. Seid ihr alle da? Ich bin noch nicht da. Ja. So. Jetzt alle da, ne? Ja. Meinige ist froh, der Laufende lebt. Irgendwie glaube ich, das war die Titan-Anhänger. Kannst du wieder zum Sonnenwind zurückkommen? Dann reden wir über die weiteren Schritte. Ja, bis dann. Ein Glück, dass alles gut ausgegangen ist. Ach, Louisua, könntest du uns jetzt sehen? Wie dieser Krieger kämpft, um dein Vermächtnis zu erfüllen.
versteckt sich der Bezwinger von Ifrit und Titan. Komm raus, Bürschchen. Oder muss ich deutlicher werden? Oh nein! Versteck dich. Du musst unseren Krieger des Lichts warnen. Hast du verstanden? Ich ergebe mich. Aber verschont meine Leute. Ich bitte euch. Oho, da ist uns ja das Prinzesschen persönlich ins Netz gegangen. Ganz schön dumm von dir, dich selbst ans Messer zu liefern. Er ist nicht da. Ihr könnt suchen, wie ihr wollt. Oh, da habe ich mich extra hübsch gemacht. Und dann? Wie konntet ihr eigentlich wissen, wo wir... Schluss jetzt mit dem Geschwafel! Oh nein! Wieso bist du rausgekommen? Macht sie reisefertig. Alle! Nein, nicht! Verflixt! Das ist... Ach. Lasst sie in Ruhe! Ich hab doch gesagt, ich ergebe mich! Es reicht! Wir sind hier fertig! Unser Vögelchen ist ausgeflogen, gut. Aber dafür werden wir mit dem Goldstück hier viel Spaß haben. Mir scheint nämlich, sie hat ein interessantes Talent. Was ist denn? Lass diese Würmer jetzt! Bringen wir die reiche Beute nach Hause. Verdammt. Harte Nummer. Jo. Alle durch? Nein. Ja. Okay. Die meinige hat Nachricht für den Laufenden. Von der ehrwürdigen Minfilia. Der Laufende muss finden den Zurückgezogenen in der St. Adamant Ladama-Mine. Ladama-Kirche, so. Östlichen Talalan. Meinige wollte die Ehrwürdige vor dem Bösartigen beschützen. Vergeblich. Verzeih der Meinigen. Rette. Trauriges und unnötiges Abgeschlachtet, ja, nur wegen uns. Wir sind daran nicht schuld. Ja, doch, die wollten ja. Wären wir bloß hier gewesen, dann hätten wir die verprügelt. Genau. Beziehungsweise wir hätten uns dann eher ergeben, dann hätten sie die anderen nicht abgeschlachtet. Nein, wir hätten sie verprügelt. Die hätten gar nicht kommen müssen. Nochmal so nebenbei. Ja. Aber wir wären früher oder später auch gekommen. Auf jeden Fall mies.
In der Nähe von Camp Knochenbleich ist das. Mhm. Camp Knochenbleich, da. Achso, halt, da ist ja noch keiner, da ist ja noch jemand noch nicht raus. Ja, bin draußen. Jetzt. Camp, wo ist denn jetzt schon wieder da? So, Jan, genau, ich wollte ja noch. Jo, danke. Gerne. Dann geh ich mir davon gleich. Ja. Dann geh ich mir gleich davon, da auch direkt die Giga-Attack auf. Jo. 50.000 dürften ja reichen. Jo, weiß ich nicht. Giga-Attack ist verdammt teuer. Ja, das weiß ich. Aber ich finde, auf dem niedrigen Level bringt der es auch noch nicht wirklich. Doch, der Giga-Attack bringt es, also mit dem jetzt, ich habe 1625 und das bringt es auf jeden Fall. Okay, bei 20% maximal 400. Weil der eben bei so 200 etwa war es, deswegen. Ja, muss gucken. 4x4. Na, da ist ja die 100. Da ist ja, ich habe 1625, da ist ja die 1600 quasi raus. Und für, da sind 20% auf jeden Fall die 420 Mana. Mhm. Und wenn wir jetzt wirklich bei einem, sag ich mal, Boss auf unserem Niveau sind, dann ist es das richtig, richtig gut. Wenn ich plötzlich auf einmal 400 Mana mehr habe. Wenn ich meine Fispelstimme hätte, wäre es ja nicht so wichtig, aber ohne Fispelstimme. Naja, ein Level noch. Huch, erstmal voll gegen die Wand gelaufen. Ja, ein Level, dann habe ich die Fispelstimme. Echt? Okay. Laufe ich hier gerade irgendwie falsch? Die würde uns bei der nächsten Ingi eventuell helfen. Ja, minimal falsch gelaufen hier. Läufst du jetzt echt außen rum, Patrick? Mhm. Hier war doch durch die Stadt eine Brücke. Achso, das ist direkt hinter der Stadt, oder was? Ja, ja. Du ja. Hättest. Wir, deswegen hab ich auch. Ich bin minimal falsch gelaufen. Ich bin direkt umgedreht und dann doch lieber über die Brücke gelaufen. Ja, ich hatte die Map nicht im Auge, nur die Minimap. Ja, solange wir alle am selben Ort ankommen. Ja, genau. Der Weg zählt nicht nur. Leute, was haltet ihr davon, wenn wir die Quest jetzt abgeben und dann langsam Ende machen? Mich zerbröselt's nämlich gerade richtig. Okay, ja, okay, viel, machen wir so. Kommt drauf an, wie ich schneide. Es sind mindestens 8, würde ich mal sagen. Im Idealfall. Das schlagen doch locker aus, oder? Jede Woche 4? Naja, ja, nee, ich brauche für 3 Wochen. Beziehungsweise. Relativ. Na, wenn wir 2 Wochen nicht aufnehmen können, dann brauche ich für 3 Wochen, klar. Ja, stimmt. Aber wenn der Jan ja seinen Rechner mitnimmt, das wäre ja auch. Das wäre natürlich gut, optimal dann. Ja, gut, ich sag mal, ich kann auch für 3 Wochen ausschneiden. Das ist kein Problem. Dann mache ich es halt ein bisschen kürzer. Ja, klar, das ist. Ja, statt 30, 20 Minuten, dann hast du deine 3 Wochen. Ja. Jo. Das ist richtig. Jo. Sind alle da? Ja. Ja. Hast du etwas auf dem Herzen, meine Tochter? Du siehst erschöpft aus. Wenn ich etwas für dich tun kann, so sprich frei heraus. Ja, hier, Wildrose. Soll ich was aussuchen? Oh mein Gott. Sag, Vater, gibt es Schöneres als eine Wildrose? Wildrose? Du kennst das Codewort? So sprich frei, du bist hier unter Freunden. So. Oh, noch eine Videosequenz. Cool. Lippenlaser. Wie konnte das nur passieren? Und du hast keine Ahnung, wo Minfilia und die anderen verschleppt worden sein könnten? Eigentlich sollte da jetzt die Frage bejaht kommen, oder nicht? Ja, er weiß nicht, wo sie stecken könnten. Okay. Mögen die 12 ihre Hände schützend über sie halten. Sorry. Auch du stehst in Gefahr, meine Tochter.
Doch hier wacht Adama Landama über dich. Ruhe dich aus und erhole dich von dem Schrecken, den du erleiden musstest. Menphilia kennt er schon sehr lange, seit sie ein kleines Kind war. Als sie den Bund der Morgen gründete, schloss ich mich ohne zu zögern ihrer Organisation an und schwor, sie nach besten Kräften zu unterstützen. Menphilias Freunde sind auch meine Freunde, also bitte bleib in unserer Kirche, solange du möchtest. Lass mich dir jemanden vorstellen. Marquis, könntest du einen Moment herkommen? Ja, Vater, natürlich. Ups, Entschuldigung. Direkt den einfach mitgelesen. Das ist Marquis. Er hat bei der siebten Katastrophe sein Gedächtnis verloren und hier Zuflucht gefunden. Mhm. Er ist nicht gerade redselig, aber herzensgut. Wenn du irgendetwas brauchst, kannst du dich vertrauensvoll an ihn wenden. Marquis, bitte kümmere dich um so näher, ja? Ja, Vater. Oh, der Sohn ist schizophren. Er spricht mit gespaltener Zunge. Ja. Okay, Errungenschaft, yay! Spurensucher. Gut. Sehr schön. Nett. Okay, dann würde ich sagen... Spurensucher, aha. Jo. Wir drücken den Knopf. Nicht den roten, bitte. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Haut rein. Viel Spaß. Eyo. Danke fürs Zuschauen. Bye, bye. Und wir sehen, ihr seid beim nächsten Mal nicht wieder dabei.